Auf der Fahrradstraße darf im Grunde genommen nur, wie der Name sagt, der Radfahrer fahren. Es sei denn, durch ein Zusatzschild hat auch der andere Verkehr, also PKWs, Motorräder, die Berechtigung drauf zu fahren. Dann muss er sich aber rücksichtsvoll verhalten. Der Sinn und der Zweck von Fahrradstraßen ist, und darin liegt dann auch der Vorteil, dass wir den Radfahrern mehr Platz geben. Wir werben ja dafür, dass mehr Leute auf das Fahrrad umsteigen. Da müssen wir ihnen aber auch den nötigen Platz verschaffen. Und da wollen wir eben nicht nur Radwege bauen, sondern eben auch richtige Fahrradstraßen eröffnen. Dann kann jeder Radfahrer dort ungestört fahren. Ja, der Hauptvorteil der Fahrradstraße ist, sie ist leicht umzusetzen und es kostet sehr wenig Geld. Es kostet ein Schild und einen Kübel Farbe und mehr braucht man dazu nicht. Wir können ja nicht nur teuerste Infrastruktur überall hinbauen, das ist auch eine Geldfrage. Insoweit ist das wirklich eine sehr wirksame, aber zugleich sehr kostengünstige Maßnahme. Also wir haben derzeit 22 Fahrradstraßen, schon seit einigen Jahren. Wir werden jetzt 25 weitere den Radfahrern übergeben, gibt 47 und wir hoffen, heuer noch die 50 voll machen zu können.